ist lässig, oder? Wenn man so mit einem kleinen Keyboard und einem Kistchen und Gesang alles machen kann. Ja, sehr. Ist doch super. Das ist vor allem sehr praktisch. Das ist noch lustig, gell? Ja. Du hast eben so Tanzen, Singen, klar, eben Klavier spielen. Hast du sonst noch ein Instrument, das du spielst, oder? Nein. Ja, aber das ist das Einzige. Also doch begleiten mit dem, oder? Ja. Lässig. Du machst, glaube ich, gar nicht das erste Mal mit beim Mikrofon, oder? Mhm. Letztes Jahr habe ich auch schon mitgemacht. Ja. Cool, lässig. Es hat mir sehr Spass. Also ich habe wirklich sehr Spass gehabt. Und deswegen bin ich auch wieder hier. Genau. Fallen dir auch die Workshops, die wir machen? Ja. Das sind mega, also sie sind alle mega nett und sie nehmen einfach Zeit und es ist wirklich toll. Wir lernen viel. Ja. Und jetzt sind wir gespannt und freuen uns auf Derika. Viel Spass. Das Mikrofon. To mean it,
You didn't mean it all. Erika, dein Applaus. Also ich habe richtig Gänsehaut heute Abend. Es hat mich wirklich sehr gerührt. Wie bist du zu diesem Song gekommen? Ja, es ist ein Portugiesen, der singt und es hat mir halt mega gefallen, weil es so ruhig und gleichzeitig so schön ist. Und ja. Das ist doch schön zu hören. Jasmin, wie hat es dir gefallen? Ja, liebe Erika, was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie du mit deiner Stimme spielst, so von den tiefen Tönen bis zu den höheren Tönen, so von den feinen Klängen bis zu wenn du Power gibst. Und es ist ein sehr ruhiger Song und wie du in diesem ruhigen Song gleich so sehr präsent und leidenschaftlich dabei warst, das war sehr schön. Merci. Danke. Danke dir.